weiter hier hin. Erstmal so einen Bereich ausleuchten, bevor wir hier alles abpflücken. Dass wir uns da ein bisschen absichern können. Weil ihr wisst ja, wenn hier Mobs auftauchen, dann immer direkt rudelweise. So, ich glaube, ich mache hier auch schon mal dicht. Kommt da jetzt noch einer durch? Nein, das sollte halbwegs sicher sein. Dann greifen wir hier mal das Zinn ab. Und unsere Sauerstoffflaschen neigen schon wieder dem Ende. Klasse. So, was haben wir hier? Hier haben wir Cheese Ore, Käse, lecker. Bekommen wir Cheese Curds raus. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wofür man das überhaupt braucht. Aber das werden wir auch noch rausfinden. So, haben wir ein bisschen Baumaterial. Da haben wir nochmal Nickel. Nickel ist auch immer praktisch. So. Und jetzt hier lang. Machen wir hier mal zu. Da fehlt noch eins. So. Dann einmal unser Oxygen tauschen. Juhu, wir haben eine leere Flasche mit. Ja, klasse. Das war ja jetzt super. Klasse, Protoss. Ich bin ja so ein Held, ne? Ich kann erst hier hochkämpfen. Wo ging's raus? Da. Nein. Wo ging's denn hier raus? Ach, da ging's raus. Ja. Ich wundere, dass ich gerade keine Herzen verliere. Obwohl ich kein Sauerstoff. Doch, jetzt fange ich an, Herzen zu verlieren. Eieieiei. Geht die Sonne wenigstens auf? Nein, auch nicht. Na, das ging ja gerade nochmal gut. So. Ach, Mensch. Ich bin ja so schlau manchmal, ne? Aber dann können wir jetzt unsere ersten Ärzte schon mal hier lassen. Das war Zinn und Käse. Da können wir mal kurz gucken, was man da überhaupt rausmachen kann. Mit Milch kann man da einen Block of Cheese machen. Von Cheese on the Moon, place able and... Ja, keine Ahnung. Sagt mir nichts, was man damit machen kann. Das ist mein Englisch jetzt zu schlecht, als dass ich das verstehen würde. So, einmal. Ach, ich habe im Moment mal eine Flasche. Da müssen wir auch direkt, da muss ich mal gucken, ob man dann eine Direkttaste hat, dass man da reinkommt. Jedes Mal dieses Umswitchen hier. Kann auch nervig sein. Unser Oxygen geht zu Ende. Juhu! Ach, ich liebe es. Ich liebe es. So, haben wir jetzt schon mal eine Reserveflasche. Unser Oxygen geht zu Ende. Jetzt wisst ihr, warum ich einen Tank bauen möchte. Ach, Mensch. So, und die Nacht ist noch lang. Gut, gehen wir wieder in unsere Höhle. Haben wir jetzt eine Reserveflasche mit. Dann holen wir uns dann noch unsere Erze eben. Hier muss man die Treppen ja dreimal so groß machen wie normal, weil man sich sonst nur die Birne stößt hier. So. Dafür kann man hier aber auch drei Etagen runterspringen. Das geht ja dann auch. So. Hier hatten wir geplündert. Wir waren hier. Nee, da oben drin waren wir. So. Genau. Hier können wir uns Kupfer holen. Und Nickel. Ganz viel Nickel. So, zack. Das ist das Schöne, dass man hier drei Blöcke hochspringen kann. So, da geht es wieder. Zum Bedrock runter. Okay. So tief sind wir hier. Machen wir uns mal das Eisen mit. Da ist Kupfer. Tja, bloß jetzt, wo wir Bauxit wollen, finde ich keins mehr.
aber so häufig war es offensichtlich doch nicht. Wenn man bedenkt, dass wir nur eins hatten, fallen wir nicht so langsam hier, mein Freund. So, da haben wir wieder Nickel. Unsere Spitzhacke ist auch bald wieder hinüber. Ach Mensch. Ich habe natürlich kein Eisen mit, als dass ich jetzt sagen könnte, ich baue uns schnell was. Das müsste Lapis sein, nehmen wir auch mal mit. So, da hinten, da war Kohle. Auch reichhaltig, wie man sieht. Da ist ein Mob. So. Ach, die sind aber sehr anhänglich hier. Ich weiß, wenn ich den ersten schlage, kommt direkt seine ganze Horde hinterher. Die Zombies sind aber auch stark hier. Echt. Muss man hier näher ranzoomen, damit ich das besser erkennen kann. So. Kupfer. Kupfer. In Lava kann ich ja nicht reinfallen. Gott sei Dank. So, Silber. Und Zinn. Kein Bauxit. Dann nochmal Kohle. Noch einen etwas größeren Flöz. Eisen. Ah ne, Kupfer. So. Ja, so reichhaltig ist die Ausbeute dann hier doch nicht. So. Lied. Kann man auch immer gebrauchen. Bis jetzt brauchen wir eigentlich Bauxit und das finden wir natürlich hier nicht. Zertusquarz. Ja, nehmen wir mal mit. Ist aber noch nicht so dringend. Schauen wir mal hier. Zinn lasse ich mal da. Zinn lasse ich mal da. Ich möchte jetzt Bauxit haben. Was ist das hier? Uranium? Oh, kann ich schon abbauen. Uranium vom Mainchem. So. Nehmen wir doch mit. So, was haben wir hier noch? Was ist das? Zinn, Zinn, Zinn. Na, ein Zombie. Ne? Komm doch wieder hoch. Hauptsache, ich gebe ihm einen mit, bevor er bei mir ist. Hier ist noch Zertusquarz. So. Gut. Das ist auch Kupfer. Tja, wo waren jetzt, auf welcher Höhe waren jetzt das Bauxit? Ich das jetzt noch wüsste. Könnte man da ja nochmal gezielt gucken. Hätte ich dicht gemacht. Ah. Kann ich nicht erkennen, aber ich habe jetzt auch keine Dings mehr. Hier war, glaube ich, eh zu Ende, ne? Zinn, Zinn. Ich habe jetzt auch keine Fackeln mehr. Ach, Mensch. Ja, ihr seht schon, es ist nicht einfach hier. Das wird kein Spaß. So, was haben wir denn hier? Zinn, Zinn, Zinn. Wo hatte ich denn jetzt das Bauxit her? Welcher Höhe vor allem? War das Meer hier oben? Wir sind auf 48. Ich klopfe einfach mal einen Gang hier jetzt rein. So ein bisschen. Aber wir müssen ja trotzdem erst wieder unsere Kerzen machen. Tja, wie ihr seht, wird das Ganze noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich würde vorschlagen, ich gehe dann mal... Oh, die Sonne geht auf, juhu. Da haben wir da Strom.
Das ist natürlich sehr praktisch, aber kein Oxygen. Achso, der kommt ja dann bald. Ich würde sagen, ich gehe dann mal hier offline minern, weil das wird ja sonst wirklich sehr langwierig. Und wir können natürlich dann sagen, nein, auf jeden Fall wollen wir dabei bleiben. Wenn du minern gehst, wollen wir dabei sein. Oder ihr sagt, ach ja, okay, dann gehst du hin und wieder mal alleine minern, genau wie mit dem Züchten der Pflanzen. Dann wird das für uns nicht ganz so langweilig, außer ihr wollt nämlich natürlich gelangweilt werden von mir. Dann ist das wieder was anderes. Aber ansonsten schlage ich vor, machen wir das so. Jetzt müsste bald unser Strom kommen und jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt mal hier beigehe. Na, komm mal her. Lass mich doch mal da runter. Hallo? Ach, Mensch. Der füllt sich. Ja, das ist gut. Das heißt, der meiste Strom wird drüben verbraucht, aber hier kommt trotzdem Strom an. Das heißt, der füllt sich. Ich lasse den hier einfach als Puffer stehen. Das müsste dann passen. Das wird zumindest ein Puffer für unseren Oxygen-Dingsbums haben. Okay, noch macht er keinen Sauerstoff. Es wird zumindest noch keiner hier angeliefert. Der müsste aber schon wieder... Ach, der hat noch gar keinen Strom. Ah. Not enough power. Ja, dann sehen wir zu, dass du Strom kriegst. Ah, er verbraucht nämlich den ganzen Strom. Kann man den irgendwie ausstellen? Nee, ne? Nee, da kann man jetzt nicht sagen, er soll aufhören hier zu generieren. Dann müssten wir hier rein theoretisch mal die Leitung kappen. Wieso hat er denn jetzt hier Wasser hingemacht? Der ist ja schlau. Ein Wassersource-Block. Ich kappe einfach mal hier die Leitung. Dass der mal Strom kriegt. Der dürfte jetzt keinen Strom mehr kriegen, aber der müsste doch jetzt Strom kriegen. Kann doch nicht sein, dass die Energy Cell jetzt alles hier leer saugt. Hallo? Der müsste doch jetzt Strom kriegen. Ich habe den nach hinten gesetzt. Wie viel machen die denn schon? Wir machen erst 16. Das ist natürlich noch relativ wenig. Der Mond geht ja auch gerade erst auf, die Sonne meine ich. Der hat voll. Der wird voll, aber der saugt ja nicht in dem Sinne. Das heißt, der Strom geht ja auch in die andere Richtung. Da hinten runter. Das heißt, der muss ja in beide Richtungen verteilen. Das kann ich mir ja sonst nicht vorstellen. Das geht das sonst gar nicht. Das wäre natürlich heftig, wenn der jetzt den ganzen Strom voll saugen würde und gar nichts mehr ankäme. Naja, sagt er, hat nicht genug Strom. Das finde ich jetzt sehr verwirrend. Was an dem Wassersource-Block liegt, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Weil der Strom kommt hier an. Ja, außer das stört ihn jetzt. Ich mache mal das Wasser hier aus, wenn ich mal einen Block hätte. Machen wir mal den. Aber es würde mich jetzt echt wundern, wenn es daran liegt. Außer das Wasser hat irgendwie was weggespült. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da hat er auch noch Wasser hingemacht. Die Leitung ist da, die ist heile. Ich sehe sie. Na komm. So, Wasser ist da. Da muss der Strom ankommen. So,
Strom geht ja von hier rund. Ta. Da hinten wird ja geladen. Hier kommt ja Strom an, wie wir sehen. Da muss in die andere Richtung auch Strom ankommen. Hier fehlt nichts. Das irritiert mich jetzt. Vielleicht mal abkappen, mal neu setzen. Vielleicht mal hier kappen, mal neu setzen. Ja, dem Problem muss ich mich dann nochmal stellen, aber das mache ich dann offline. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich gehe dann nochmal meinern eine Runde und dann züchte ich nebenbei noch hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, euer Protos.